Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst spreche ich zum Thema TTIP. An diesem Wochenende sind in Hannover 90.000 Menschen auf die Straße gegangen, um ganz klar deutlich zu machen, Abkommen wie das TTIP und wie CETA müssen gestoppt werden. Und angesichts der Bilder, die am Wochenende von Hannover ausgingen, muss ich sagen, das erfüllt einen wirklich mit Stolz. Und dazu kommt auch eine gewisse Zuversicht, dass es doch noch die Chance gibt, Abkommen wie CETA oder TTIP zu stoppen. Frau Merkel behauptet ja, Abkommen wie das TTIP seien gut für die Wirtschaft. Wenn Angela Merkel ernsthaft glaubt, dass Abkommen wie TTIP gut für den deutschen Mittelstand wären, dann empfehle ich ihr ernsthaft den Besuch im Leseraum. Sie darf zwar danach nichts darüber sagen, was sie dort gelesen hat, sie darf auch keine Fachreferenten mit dazu ziehen, aber wer sich, sagen wir mal, nicht nur von der Lyrik in den Texten blenden lässt, sondern zur juristischen Substanz vordringt, den kommen solche Sätze wie TTIP sei gut für den deutschen Mittelstand nicht mehr einfach so leicht über die Lippen. Kurzum, wer sich gründlicher mit dem Inhalt von TTIP beschäftigt hat, der kann nicht mehr behaupten, dass davon mittelständische Unternehmen hierzulande profitieren würden. An die Adresse der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten können wir nur appellieren, lasst euch von Sigmar Gabriel im Punkto TTIP nicht für dumm verkaufen. Das TTIP steht anders, als es Sigmar Gabriel behauptet, wirklich für die Aufgabe so ziemlich aller ursprünglich sozialdemokratischen Werte. Es ist ein Angriff auf Beschäftigtenrechte, auf Verbraucherschutz, auf Umweltschutz und in vor allen Dingen den großen Konzernen. Die Linke wird auch in Zukunft sich couragiert solchen Abkommen in den Weg stellen und wir werden alles tun, um Abkommen wie TTIP und CETA zu stoppen, parlamentarisch, außerparlamentarisch und auch juristisch. Zum Thema Rente. Die sogenannte Lebensleistungsrente wird wohl eher zu einer Art Lebenslüge der schwarz-roten Bundesregierung. Denn die Anforderungen, damit man überhaupt in den Genuss einer entsprechenden Aufstockung kommt, sind so vielzählig, dass, das besagt eine aktuelle Antwort, nur 66.000 Menschen überhaupt in den Genuss dieser Aufstockung kämen. Kurzum, bei der Lebensleistungsrente handelt es sich um maximalen Aufwand für minimalen Effekt. Da ist schon jede Menge Bürokratie vorprogrammiert. Es mag ja sein, dass es politische Ämter gibt, wo der Spaß mit über 70 erst so richtig losgeht. Für Menschen, die als Krankenpfleger, Maurer, Gebäudebauerin oder Hauptschullehrerin arbeiten, trifft das aber nicht zu. Und deswegen sagen wir angesichts der vielen Debatten zur Verlängerung des Renteneintrittsalters ganz klar, nach vielen Jahren harter Arbeit muss es die Möglichkeit geben, schon mit 60 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Die Rente erst ab 67 muss wieder zurückgenommen werden und das Malochen bis zum Tod oder bis zum Pflegeheim muss wirklich abgeschafft werden und darf gar nicht erst eingeführt werden. Wir meinen, es gibt ein Recht auf einen Lebensabend, ein Gesellschaftsmodell, was heißt Malochen, bis man nicht mehr kann und bloß noch im Pflegeheim und sagen, unterkommen kann, das kommt für uns nicht in Frage. Die Mitglieder der Bundesregierung streiten, glaubt man den öffentlichen Auftreten, ja um die Rentenfragen wie die Kesselflicker. Wenn man sich aber ihre Vorschläge in der Substanz anschaut, wird ziemlich schnell eins klar. Eine wirkliche Rentenalternative, die alle sicher vor Altersarmut schützt, hat keine der Parteien in der Bundesregierung in petto. Wir als Linke hingegen haben wirkliche rentenpolitische Alternativen zu bieten und in aller Kürze lauten die: erstens Löhne rauf, zweitens brauchen wir eine Rentenversicherung, die alle einbezahlen, drittens muss das Rentenniveau erhöht werden, mindestens auf 53%, und viertens braucht es innerhalb einer Rentenversicherung für alle eine solidarische Mindestrente, damit kein Rentner und keine Rentnerin im Alter unter 1.050 € leben müssen. Verantwortung zu übernehmen heißt auch in der Rente soziale Garantien gewährleisten. Ja, Katja Kipping und ich haben ja seit gestern öffentlich für alle zugänglich unsere Agenda für die nächste Amtsperiode, sollten wir gewählt werden, auf dem Parteitag Ende Mai vorgestellt. Das ist inzwischen auch öffentlich. Dieses Papier trägt den etwas anspruchsvollen Titel Revolution für Gerechtigkeit und Demokratie, für eine offensive Strategie
der Linken. In Wirklichkeit ist es eine Debatte von uns, der Versuch, eine Debatte in die Partei reinzubringen, aber auch in die Gesellschaft, die wir eben mit der Arbeit in den nächsten Jahren als Vorsitzender dieser Partei verbinden. Wir sind davon ausgegangen, dass in der Tat die Landtagswahlen am 13. März eine Zäsur für die Gesellschaft bedeuten, nicht nur für uns, sondern für die Gesellschaft, für alle Parteien mit dem erstmaligen Aufkommen und Etablieren einer rechtspopulistischen und in vielen Teilen rassistischen Partei. Und wir müssen uns der Frage stellen, wie wir denn unsere Partei weiter etablieren, weiter zum Wachstum bringen, unter der Voraussetzung, dass es offensichtlich derzeit unter den Parteien kein linkes Lager gibt. Wir haben in diesem Papier drei Auswege formuliert, im Wesentlichen drei Auswege. Das erste ist, dass wir sagen, die Linke will ein Bollwerk gegen Rechtspopulismus und gegen Rassismus sein. Wir bieten allen Menschen, die in dieser Gesellschaft weltoffen und demokratisch agieren wollen, eine Plattform, ein Forum für ein solches Bollwerk. Es gab am Wochenende in Frankfurt eine breite Bündniskonferenz, bei der auch im Übrigen Sozialdemokraten, Grüne mitgemacht haben, aber auch Gewerkschaften, das ganze Feld der Zivilgesellschaft, 600 Leute, die eben sich gemeinsam ein Programm gegeben haben gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, den werden wir weiter vorantreiben. Der wird auch dadurch bestärkt, dass viele junge Leute uns bei diesen Landtagswahlen gewählt haben, insbesondere in den großen Städten, in den Universitätsstädten, die aus genau dem Grund Linke gewählt haben, weil wir Menschenrechtspartei sind, weil wir eine klare Haltung zu Flüchtlingen, weil wir eine klare Haltung gegen Rechts- und gegen Fremdenfeindlichkeit haben. Das Zweite ist, dass das aber nicht ausreicht. Wir müssen in unserem Kernfeld, nämlich in dem Feld der sozialen Gerechtigkeit, wieder zugespitzter und deutlicher agieren. Das war natürlich in den letzten Jahren in der Tat überlagert, immer wieder durch ganz andere Themen. Aber wir spüren natürlich auch in diesem Wahlverhalten, dass es in der Gesellschaft grummelt und für viele Leute Abstiegsängste haben oder Zukunftsängste haben und Angst haben, dass es um ihre soziale Sicherheit nicht so toll bestellt ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Aufbruch für eine Revolution der Gerechtigkeit. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass Revolution ein ganz grundsätzlicher Bruch mit Eigentums- und Herrschaftsverhältnissen ist und wir derzeit keine besonders revolutionäre Situation haben. Aber wir haben die Einschätzung, dass eben, was die letzten 30 Jahre neoliberaler Politik an sozialer Verwüstung in diesem Land angerichtet haben, so gravierend ist, dass man das nicht in kleinen Tippelschrittchen und Reformchen wieder rückgängig machen kann, sondern dazu braucht es in der Tat einen größeren Wurf einer grundsätzlichen Umkehr, eines grundsätzlichen politischen Wechsels. Und wir haben den mal in fünf wichtigen Politikfeldern skizziert. Erstens, wir wollen nicht mehr, oder haben wir noch nie akzeptiert, aber wir wollen viel stärker angehen, die Skandalisierung dieses ungeheuren Reichtums konzentriert in wenigen Händen, bei gleichzeitigem Zuwachs der Armut und insbesondere auch der öffentlichen Unterfinanzierung. Das Zweite ist, dass wir uns an die Beschäftigten richten und sagen, dass diese Spaltung, die immer offensichtlicher wird in prekäre Beschäftigung und Kernbeschäftigung, so nicht weitergeht. Und eine Ursache auch im Übrigen für die Polarisierung nach rechts darstellt. Die Menschen, die noch in gesicherten Verhältnissen sind, neigen offensichtlich häufig dazu, sich abzugrenzen gegenüber denen nach unten und gegenüber denen nach außen. Das ist nicht unsere Lösung. Wir wollen eine Offensive in eine neue Gestaltung der Arbeit unternehmen, ein neues Normalarbeitsverhältnis mit den Grundsätzen, dass jeder von seiner Arbeit leben kann, aber auch arbeiten und leben in Übereinstimmung bringen kann. Das Dritte ist, wir wollen eine Revolution, die Armut beseitigt und gesellschaftliche Teilhabe organisiert. Das ist letzten Endes der Kampf um soziale Garantien für alle Menschen in dieser Gesellschaft. Dass sie
garantierten Zugang zu Bildung, Gesundheit, Altersvorsorge und vielem anderen mehr haben, was wir uns in einem reichen Land leisten können. Der vierte Punkt ist, dass wir inzwischen die Demokratie verteidigen müssen. Wir wollen die Angriffe auf die Demokratie, die von rechts erfolgen, abwehren, aber gleichzeitig wird es nur gehen, wenn wir auch die Demokratie weiterentwickeln zu einer tatsächlichen Beteiligung der Bevölkerung durch Volksentscheide, aber auch durch Ausdehnung auf den wirtschaftlichen Bereich. Und fünftens, wir müssen die Frage der Europäischen Union, der Europapolitik angehen. Dort sind große Gefahren, wenn wir ganz Europa angucken. Dort geht es gerade eher um Demokratieabbau und um soziale Polarisierung, als dass die Menschen mit Europa sozialen und demokratischen Fortschritt verbinden. Das wird ein wichtiges Feld sein und auch dort brauchen wir wirklich einen Neustart für Europa. Da wird es nicht mit kleinen Korrekturen kleine Korrekturen alleine werden da nicht helfen. Das Problem des Fehlen eines linken Lagers wollen wir auch in drei Richtungen auflösen. Das ist eines der kompliziertesten. Wir bedauern das sehr, dass gerade die SPD und die Grünen eher als Regierungsreserve für CDU-geführte Regierungen zur Verfügung stehen, als für den Kampf um eine Mehrheit innerhalb von einem linken Lager mit einem klaren politischen Programm. Wir wollen aber die SPD und die Grünen nicht aus dieser Verantwortung entlassen, sondern wollen sie weiter unter Druck setzen, tatsächlich Bestandteile eines linken Lagers zu werden. Wir haben da nur derzeit wenig Anzeichen, dass das auf der Tagesordnung steht. Wir wollen aber zweitens, dass die Linke Gravitationszentrum für ein solches linkes Lager ist und Motor für ein solches linkes Lager ist und richten eben verstärkt unser Angebot an die Zivilgesellschaft. Es gibt in der Gesellschaft zahlreiche Gruppen, Gewerkschaften, Sozialverbände, Initiativen gegen Privatisierungen, Bündnisse gegen Rassismus, Erwerbsloseninitiative, viele andere Menschen, die sich mit den politischen Verhältnissen in diesem Land nicht abfinden wollen und die eine Möglichkeit suchen für einen Politikwechsel. Und diesen Gruppen wollen wir das Angebot unterbreiten, weil wir ganz genau sehen, dass wir als Partei alleine eine solche soziale Revolution für Gerechtigkeit nicht hinkriegen, wollen wir das Angebot unterbreiten, bei uns mitzumachen und mit uns zusammen eine breite Bewegung für soziale Gerechtigkeit zu bilden. Wir haben viele Anzeichen, dass das möglich sein wird. Und natürlich werden wir ein paar Arbeitsschwerpunkte ändern. Wir werden auch wieder drei Sachen ganz gezielt angehen. Erstens werden wir, wie gesagt, den jungen Leuten eine Plattform bilden. Zweitens werden wir verstärkt in die sozialen Brennpunkte gehen, eine Offensive des Zuhörens machen, was uns die Leute dort zu sagen haben, ihnen aber auch Angebote zu machen auf unseren Kernfeldern der Politik. Und drittens wollen wir uns verstärkt direkt den Gruppen der Arbeitnehmer, der Lohnabhängigen, der Beschäftigten zuwenden. Das können wir nicht bei allen gleichzeitig machen. Wir beginnen damit, dass wir eine Offensive starten für mehr Personal in Pflege, Erziehung und Gesundheit und werden verstärkt quasi auf die Branche des Gesundheitswesens zugehen. Dort arbeiten 6 Millionen Menschen, oft in prekären Verhältnissen. Sie sind nahe an der Politik dran und das Angebot der Linken ist für diese Gruppe absolut überzeugend und rund.